Jungs, geht! Wie gesagt, ein bisschen beschissen von gestern, weil ich habe gestern ein bisschen Brasilikum geraucht. Junge, ist das stupid, actually. Und ich dachte mir so, yo, es gibt keinen besseren Tag wie heute. Kurz vor einem Monat, wo man arbeiten muss, Digga, einfach so ein Video zu machen, wo man so Setup zeigt. Fangen wir ganz unten an. Das ist mein PC, also der ist quasi selbst zusammengebaut. Das heißt, ich kenne die ganzen Komponenten da drin nicht. Also ich weiß, die Grafikkarte ist irgendwie so eine 1060 irgendwas. Motherboard ist irgendwie so ein 7020 Carbon, irgendein Scheiß. Und das sind so die ganzen, also das sind die Lichter, die man von außen sieht. Dann hier ist die Steckdose. Da ist meine Switch dran. Mein PC, PC-Bildschirm, noch ein anderer PC-Bildschirm. Und hier ist halt die LED-Leiste, die ich am Tisch habe. Und das ist zugeklebt, weil das zugeklebt war ab und zu, also wenn man da Kabel reinsteckt, bitzelt da ab und zu so Elektronik raus. Und dann kommen da so Blitze gefühlt raus. Also deswegen habe ich das zugeklebt. Dann hier oben geht's los mit. Moment mal ganz kurz. Taschentüchern, da habe ich mir die Nase geputzt, obviously, so. Dann so ein Controller, meine Switch, so ein Linklicht, was ich mir geholt hatte. Achte nicht auf die Tapete, die habe ich seit keine Ahnung wie lange hier drin. Nach jedem Sex wiederhergestellte Jungfräulichkeit. Dann, das alte Rode Popschutzding, was ich abmachen musste. Weil mein Rode Befestigungsmechanismus ist ja kaputt gegangen. Und dann muss ich so ein Alternativding holen, also habe ich halt, weil es günstiger ist. Also, sozialer Betrüger, Kanacke. Hier so das und dann habe ich mir halt einen neuen Popschutz geholt, weil der andere nicht mehr gegengepasst, weil das war ist auch eigentlich gar nicht das Teil, was man dafür nutzt. So. Das Mikrofon ist übrigens ein Rode NT-USB. Das ist das WD2 Popschutz-Scheiß-Ding und das ist irgendwas von Trust Gaming oder so. Hier ist meine Maus, das ist die Rocket Cone IMO, die Remastered-Version, ist eine gute Maus, kann ich empfehlen. Und das ist das Mia Pro Ducky X4 Milo Keyboard in der Panda Edition, ziemlich nice. Hier ist das ganze YouTube-Money, nee, ist auch Kleingeld. So ein Würfel, den ich seitdem ich habe, seitdem ich nicht. 12 oder so, und Minecraft für den Leuchtlauf. Sind so ein paar Scheiße halt so. Hier sind AirPods für Arme. Dann hier sind Bonbons, die sind bestimmt schon abgelaufen. Dann Schlüssel und ganz viel andere, Digga, holy shit. Jetzt kommt das Wildeste. Das ist so ein Stück von so einer Fassade auch einfach. Aber wenn du mal so Bock hast, einfach so Fassade gucken willst. Dann hier zwei Monitore, das ist ein alter Kassenbildschirm vom Laden von meinem Vater. Und dann hier ist mein neuer Bildschirm. Ich zeige den Screen gerade nicht, weil ich ein Spiel runterlade auf einem privaten Steam-Account. Hier unten ist meine Fun-Sammlung mit dem Bildschirm, den ich gesmashed habe. War wahrscheinlich das Einzige, was ich in meiner Zukunft smashen werde. So sieht's aus. Und hier ist der andere Fun. Das werde ich jetzt zur Abartung. Und ja, hier sind übrigens die chinesischen LED-Leisten. Also ja, das war's vom Video. Lasst auch ein Like da und abonniert mich, dann könnt ihr auch so viel Fun leisten. Und checkt mal meinen Mülleimer, Digga. Holy shit. Swag. Gönn ich das Tape von Eduard Schäfer x Benji Ewald. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.